Leute, was geht ab? Heute bauen wir ein brandneues Tanzgut auf. Wie das Ganze funktioniert und aussieht, das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Vor genau 3 Jahren haben wir die beiden hier ausgepackt. Das ist einmal der Auxello ML540 Deer und Icons. Sie nach 3 Jahren, also 3 Jahre her, ne? Genauso aus. Das von Tim, von meinem Papa. Und das meiner. Icons und Deer. Kann man mal zeigen hier, damit keiner denkt, das Ding wäre Schrott. Funktioniert noch 1A. Man hört nichts. Hier, ne? Basspin, kein Problem. Und auch der andere, der Deer. Auch nichts dran. Kann man hier auch eine Runde drehen hier. Gar nichts. Funktioniert noch wie am ersten Tag. Und heute zeigen wir euch mal, wie das Ganze aussieht, wenn man den komplett neu hat. Original noch verpackt. In einem Karton. Ihr seht, hier ist noch nichts irgendwie ausgepackt. Das ist so, wie es im Regal stand. Und den bauen wir heute auf und zeigen euch, wie das funktioniert. Das ist der Karton, so sieht der aus. Bei beiden Stuntscootern ist genau gleich der Karton. Bevor jetzt die Fragen kommen, wenn ihr im Laden steht oder online guckt, welcher ist wo drin, weil der Karton sieht gleich aus. Vorne ist ein Bild, wie man sieht, hier ist der Deer drin und das andere Bild wäre dann der Icons. Also nicht wundern, nur weil der Karton gleich aussieht, müsst nur vorne nachgucken. Das Bild und da ist das Sansu da drinne. Und in dem Fall, wie man hier sieht, ist der Deer drinne. Das Ganze aus. Karton hier vorne, die Optik. Hier ein paar Hinweise. Man hört schon die Teile klackern. Oh, herrlich. Hier schönes Design, das gefällt mir. Also generell, der Karton ist sehr schön gemacht, ne? Kann man nicht beklagen. Man kann es ja auch hochheben. Also dieser Griff hier, der hier ist, ist dafür gemacht. Und jetzt beim Auspacken, nichts irgendwie hier mit Klebeband und keine Ahnung was. Man muss sich mit dem Messer rumfummeln und sich halb in die Haut reinschneiden. Das muss man hier nicht machen, denn das war ja kinderleicht sein bei Decathlon und ist ja auch. Man hat diese Teile hier. Oh, wie vor 3 Jahren. Geil. Das ist genau nach der Karton wie früher. Der Geruch aus Frankreich. Einfach so aufklippen und dann aufmachen. Oh, herrlich. Alter. Okay, so einfach hier aufklappen, wie man sieht. Hier schon die ein oder anderen Sachen. Und so ist das Ganze verpackt. Also hier kann nichts irgendwie kaputt gehen oder verrücken, weil das ist ja alles hier mit diesen ganzen... Also in dem Karton ist noch ein Karton. Und hier kann halt beim Transport nichts kaputt gehen. So. Ich weiß noch, vor 3 Jahren war hier noch diese Plastikfolie drin. Mit diesen, wie heißt das? Wo man diese zack drücken kann, diese Folie. Wisst ihr, was ich meine? Wo Luft drin ist. Wie diese Knallerbsen bei Silvester. Diese Folie. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist es nicht mehr so drin, wegen der Umwelt. Und da hat Decathlon natürlich diesen nachhaltigen Karton entwickelt. Und auch diese Kartons. Also das Ganze ist umweltfreundlich. Und ohne diesen ganzen Plastikinhalt. Man sieht hier kein Plastik mehr. Weil immer in diesem Plastik eingewickelt. Und mein Merch ist übrigens auch 100% umweltfreundlich. Mein Totenkopf-Design, die anderen T-Shirts, die Hoodies. Schaut auf Beispiel vorbei, unten verlinkt.
T-Shirts, Landscooter fahren. Ist einfach im Sommer mega geil, Freunde. Aber jetzt geht's zum Sunscooter hier. Also keine Plastikverpackung mehr. Also keine Plastik. Diese, ihr wisst was ich meine, diese Plastikfolie ist hier nicht mehr drin. So. Komm her. So, jetzt packen wir das ganze Ding mal aus. Das ist der Lenker. Das Ganze ist eine Yate-Bar. Also Y-Bar, Yin-Bar, wie auch immer man es nennen will. Und wie auch schon früher. Guck mal, wie sauber das verarbeitet ist. Die Schweißnäht. Das ist schon echt krank. Und auch hier natürlich verstärkt auf beiden Seiten. Andere Marken machen das nicht so, aus unerklärlichen Gründen. Auch hier, wie vor 3 Jahren. 1:1 genau noch so. Ja, gibt es in 2 Farben. Einmal in Schwarz. Und einmal ohne Lack, halt nur dieser Klarlack drauf. Das ist der Lenker und natürlich hier der Vorbau. In diesem ja, Regenbogen-Optik. 2 Schrauben. Tun wir mal hier hin. Oh ja, Verpackungsmaterial. Braucht kein Mensch. Dann was ist hier drin? Das wird auch, ja, ja, das haben die neu gemacht, ne? Man denkt jetzt voll verarscht, hier ist nichts drin, ne? Aber das ist da reingemacht. Hat die hier Werkzeug-Symbol. Das sind die Details. Wer achtet da drauf? Welche Marke macht sowas? Man sieht hier einfach Werkzeug drauf. Kann man hier ziehen. Und aufmachen. Und jetzt ist hier das ganze Werkzeug drin, also keine Folie mehr. Früher waren diese Plastikfolien eingewickelt, jetzt nicht mehr. Was haben wir am Start hier? Können wir mal zeigen. Die Anleitung am Start. Hier, wie man das aufbaut. Ist hier auch in wahrscheinlich wieder verschiedenen Sprachen. Ja. Also in verschiedenen Sprachen übersetzt. Ist aber, denke ich, wohl selbsterklärend, aber brauche ich nicht. Habe mir noch nie die Anleitung durchgelesen. Dann der Imbusschlüssel. Ich habe da schon so viele von. Auf jeden Fall, der ist mit dabei. Und die gute alte Nuss. Ist auch kein Billigwerkzeug, ne? Also das verbiegt jetzt nicht direkt beim Randschrauben, ne? Wie bei anderen Marken. Das ist schon in Ordnung. Und hier noch eine Achse. Und noch eine Achse. Und 2 Packs. Und zwar kann man hier bei seinem Sunscooter Packs einbauen. Also hier zum Beispiel hier. Hier wäre jetzt ein Pack dran. Mit diesen Achsen wird das gehen. Und die sind mit dabei im Lieferung, also im Paket. Nicht wie bei anderen Marken, musst du extra kaufen. Nein, das ist schon mit dabei. Und das war's auch schon. So, das war der Inhalt. Aber jetzt natürlich noch das Deck. Und zwar. Boah. Oh. Alter. Wenn man mal so vergleicht, ne? Weil ich will mal hier nochmal ganz genau anschauen. Das hier mal weg. Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich, ne? Weil. Ist ja auch klar. Guck mal, das Material und das Material, es ist ja eigentlich roh. Ja, es ist ja ohne Lack, nur dieser Klarlack hier drauf. Und deswegen sieht man, jedes Ding ist eigentlich so gesehen Unikat. Jeder Sunscooter, also jeder Dia. Weil natürlich das Material sieht nicht so aus wie dieses hier. Wie man ja auch sieht auf dem Video.
Aber die Räder sind anders, ne? Die Räder sind durchsichtig jetzt und früher waren die so. Die waren. Nee. Die habe ich nur gewechselt. Die waren auch immer durchsichtig, ja. Das hier habe ich gesehen, auch hier der Lenker, der war normal so schwarz, habe ich aber den dran geschraubt, weil das geiler aussah, fand ich. Aber jetzt auch wieder schön den schwarzen hier ranzubauen. Den schwarzen Lenker. Also man sieht, jeder Dia ist eigentlich, oder ist es, jeder Dia ist ein Unikat. Weil du kriegst es natürlich nicht genauso hin, weil es ist das rohe Material. Hier das rohe Material und hier, es sieht genau anders aus. Das ist schon geil, ne? Auch von unten. Hier natürlich Schweißnaht. Sauber geschweißt. Bei anderen Marken hättest du jetzt hier ein Loch gehabt. Mal hier von unten zeigen. Crash. Hier auch. Also mal Vergleich. 3 Jahre und gerade erst ausgepackt. Also für 3 Jahre hier, ne? Das ist ja voll in Ordnung. Kannst du absolut nicht meckern. Klar, die ganzen Kratzer unten dran, das ist ja normal. Aber so läuft das Ding noch wie eine Eins. Also immer die immer rummeckern und das immer haten. Habt ihr jetzt mal gesehen, wie das Ganze aussieht nach 3 Jahren, ne? Also hier ist nichts dran. Aber ich hatte mal Bock, um euch auch zu zeigen, wieder die neuen auszupacken. So. Hier auch die Wheels, ne? Hier ist kein Widerstand. Oder hier. Bei anderen Marken ist es übel, wird das so schwergängig. Aber dreh mal. Dreh mal. Da ist nichts schwergängig, ne? Da klackert nichts, hier macht keine Geräusche, gar nichts. Das ist schon. Und auch hier in der Gabel, ne? Hier auch die Gabel hier. Und die Details wieder. Der Baum. Schon geil gemacht. Auch die Gabel, alles hochwertig, ne? Auch das Grip Tab hier. Die Bremse. Back Wheel. Krass. So, jetzt gibt es diese Teile hier für 20 Euro bei Decathlon. Tut man hier rein. Jetzt kann man das ganz einfach aufbauen, ohne auf den Boden, und bekommst es kippt nicht immer um. Könnt ihr auch eine Anleitung nehmen, aber die braucht man eigentlich nicht, weil mal zu zeigen, steht eigentlich nur drauf. Ganz einfach, Lenker da drauf, festschrauben, fertig. Das sind die Aufbauschritte. 1, 2, 3, 4, also das sind nur Packs. Nur 3 Aufbauschritte. Das ist der, wie nennt man das? Das ist der Backyard Skate Park. Das ist der Backyard. Den jeder im Garten haben sollte. Wenn wir hier schauen, komm mal mit. Hier sieht man das. Ja, soll ich dazu sagen? Eine kleine Rampe geworden. Aber so sieht es halt aus. Nur 3 Aufbauschritte. Ja, perfekt. Können wir hier hinlegen, hier, damit man es auch mal ein bisschen sieht. Das tun wir mal hier aufbauen. Der Lenker. Ah, es ist doch schon drin, perfekt. Jetzt ganz einfach hier rauf. Vielleicht noch ein bisschen die Schrauben lösen vorher. Ja, ich muss auf den Boden legen, das geht so nicht. Ah. Wir merken gerade, da wurde irgendwas an der Bauart geändert. Ich schaue mal gerade nach. Ich wusste es selber nicht. Aber was beim letzten Mal aufgefallen ist, wo wir den Icons aufgebaut haben und den Lenker lackiert haben, das Video, da ist uns aufgefallen, dass das Ding irgendwie ein bisschen leichter geworden ist. Und es fühlt sich auch anders an, ne? Was soll ich das jetzt sagen? Das wird ein bisschen geändert, die
die Bauweise. Ja, das ist er. Sogar gerade drauf, perfekt. Also klackern tut er schon mal nicht. Alter. Also. Warte mal. Können wir vergleichen jetzt, das ist perfekt. Der ist leichter. Der ist leichter. Ohne Scheiß. Was steht da drauf? Die haben das geändert. 4 Kilo. Kann nicht sein. Keine Ahnung, aber der ist leichter. Nehmen mal den. Ja, definitiv. Das ist leichter. Locker. Ja. Also ich habe keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall irgendwas geändert an der Bauart. Das geht ein bisschen schwerer drauf. Warum auch immer, aber der ist wenigstens leichter. Keine Ahnung. Also man merkt einen Unterschied. Ist jetzt nicht viel, aber man merkt auf jeden Fall. 500 Gramm ungefähr. Ja, man merkt, hier ist weniger Gewicht. Ich kann noch nicht sagen, warum. Keine Ahnung. Fühlt sich auch anders an, wenn ich ehrlich bin, ne? Das fährt sich anders. Müssen wir jetzt mal vergleichen hier. Das ist ganz, ganz komisch. Der Lenker ist dicker, ne? Der ist dicker. Weil wenn man mal so fährt, fühlt sich dünner an. Der fühlt sich dünner an. Ja, doch. Alter, das ist aber geil. Wir gehen gleich auf den Skatepark. Und was kann ich ja auch mal hier erzählen? Denn ich glaube, ich weiß warum. Das wurde ein bisschen abgeändert. Man merkt, das ist ein bisschen, also es ist leichter geworden. Sehr leicht geworden. Und der Lenker ist dicker geworden. Warte, sieht man nicht auf dem Video, ne? Ich glaube nicht. Nicht aufs Handy gucken. Ja, nee, aber guck mal. Das sieht man nicht, ne? Aber der Lenker ist dicker geworden. Weil bei einigen war das Problem, dass der Lenker bei manchen abgekracht ist. Man weiß bis heute gar nicht warum. Und das ist bei mir 2 Jahre. Das ist bei mir auch schon mal passiert. Mir war es öffentlich, ne? Weil es gibt auch Videos dazu von Decathlon selber. Warum das passiert ist, weiß keiner. Obwohl, es gibt ja ein Video von Decathlon, wie die das Teil designt haben und gebaut haben und geplant haben und auch getestet haben in dieser Maschine in Frankreich. Und da wurde ja mit so Ketten das Teil in so einer Maschine reingestellt, dann wurde der Lenker hin und her gebogen. Gibt es ein Video, müsst ihr bei Decathlon mal vorbeischauen. Und da ist mal der Lenker abgekracht und bei Leuten, die den gekauft haben, auch. Also kann es sein, dass sie das überarbeitet haben und den Lenker breiter gemacht haben. Und den nochmal leichter gemacht haben.
Aber es fühlt sich, Original. Das ist original. Also hier dran ist nie was passiert. Das war nur, wie gesagt, jetzt nicht haten, ne? Das war nur bei ganz, ganz wenigen, ne? Dass der Lenker kaputt gegangen ist. Aber es ist schon geil, ne? Also es ist ungewohnt, gebe ich zu. Es fühlt sich anders an. Es fühlt sich echt anders. Brauch mal hier ein Zeugen, bevor ich alle denken, ich labere irgendeine Scheiße. Fühlt sich anders an, ne? Griffiger. Musst du, wenn wir gleich die Kamera aus haben, musst du einmal rollen. Den und den. Kannst du nochmal sagen. Also es fühlt sich massiver an. Aber ich kann es nicht genau beschreiben. Auf jeden Fall, Lenkung ist wie immer top. Das war auch damals schon bei dem hier, kann man ja nichts sagen, ne? Also hier ist ja perfekt. Für Barspins, Tailwhips. Kann man nicht meckern. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ist ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, das wird ganz geil. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf den Skatepark und testen das ganze Ding mal. Wir vergleichen mal den von vor 3 Jahren mit dem neuen Design, also mit der Überarbeitung. Fang erstmal jetzt mal mit dem neuen. Und schau mal, wie das Ganze ist. Also erste Runde mit dem Überarbeiten dir. Überarbeiteten. Ja, Abfahrt, ne? Oh! Oh! Ui! Oh! Alter! Das ist auf jeden Fall leicht. Das ist ungewohnt. Also nicht, dass der jetzt schwer wäre, ne, der andere, jetzt nicht falsch verstehen, aber man merkt so einen kleinen Unterschied. Okay, nochmal. Ja. Also man merkt, die Bremsen haben sie auch überarbeitet. Wenn man drauf drückt, so minimal, bremst das schon. Das ist hier auf jeden Fall nicht. Siehst du, ich muss hier nur so minimal. Das stoppt schon und das ist bei denen hier gar nicht. Wenn ich hier drauf drücke, die haben das überarbeitet halt, ne? Aber ist auch geil. Warte mal, ist hier im Weg. Ich fahre mal hier die kleine Abfahrt runter. Dass der Lenker breiter jetzt ist, also vom Griff her ist das schon geiler, muss ich sagen. Okay. Oh! Alter! Alter! Okay. Also, musst du ein bisschen bremsen. Direkt nochmal. Oh, Alter! Also man merkt, der hat auf jeden Fall richtig Bock hier. Der geht auf jeden Fall richtig ab. Alter, das ist ein bisschen ungewohnt. Okay, jetzt machen wir einen Vergleich mit dem alten, ne? Genau, nimm den mal. Nehmen wir mal den hier. Also jetzt kommt der 3 Jahre alt ist. Tun auch einfach da so. Genau, immer so. Ja. Oh.
Oh, Alter. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied da. Boah, das hat mich gerade, ich bin gerade so voll nach hinten gegangen, weil das wäre gerade so leicht. Und hier muss jemand nach vorne gehen. Das war gerade, was wir machen nochmal. Mal von hier. Drop in. Ja. Das ist schon geil. Beides hat was, aber der hat natürlich die Überarbeitung, merkt man auf jeden Fall, ne? Also jetzt nicht, dass der scheiße wäre, der alte. Auf gar keinen Fall. Aber hier merkt man, ist schon ein bisschen leichter und ein bisschen mehr Speed drin. Also es ist schon geiler. Oh. Das ist ungewohnt. Ich komme immer hinten auf die Bremse und bremse dann direkt. Ich komme immer hier so schräg drauf. Ah, ich drop mal von oben rein. Gucken, wie das so ist. Ja. Jetzt ohne perfekten Ton, weil das Ding ist leer. Ist auch egal. Das war's von diesem Video. Brandneuer Dia, der wurde jetzt überarbeitet. Ist leichter. Fährt sich ja fast genauso. Ist halt minimal Unterschied, aber ob du jetzt den alten hast oder den neuen, musst du ja selber wissen. Ne? Auf jeden Fall ist geil, aber passt schon. Ja, nochmal kurze Information. Gibt es momentan nicht mehr online zu kaufen, gibt es schon länger nicht mehr, aus Gründen. ja, den gibt es nur noch in ein paar Läden, in ein paar Stores. Wo man den bekommt, müsst ihr selber schauen. Ich habe ihn aus Sendestadt, das war der letzte. Einfach mal in den Decathlon umschauen, wenn ihr den noch findet, nehmt auf jeden Fall mit. Denn, ja, wer weiß was, ne, wie lange es den auch gibt. Aber das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Auf jeden Fall mehr Videos hiervon. Kommt natürlich, wie wir den mal richtig testen werden. Also abonniert. Mein Merch auf Balchi, gibt's T-Shirts, Hoodies, sogar eine Tasse. Also schaut auf bei uns, zu jeder Bestellung gibt's einen gratis Sticker dazu, da ich an die Kamera gucke. Alter. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was gefällt euch mehr, den alten oder den neuen, schreibt's rein. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, haut rein.